Ja, so viele Leute hier, diese Ruhe, sehr angenehm. Genau, liebe Gäste, ich freue mich, dass ihr heute alle so zahlreich hier erscheinen oder erschienen seid. Die Vortrag von Frau Professor Ulrike Kämmerer zum Thema wissenschaftliche Aspekte von SARS-CoV-2 und der, in Anführungsstrichen, Impfung. Und euer zahlreiches Kommen, das zeigt mir, das zeigt uns, dass dieses Thema doch weiterhin sehr, sehr wichtig ist und vor allem auch die entsprechende Aufklärung dazu. Mein Name ist Ronny Grünewald und ich darf euch als einer der Vorsitzenden hier im Kreisverband Würzburg der Basisdemokratischen Partei Deutschland recht herzlich begrüßen. Besonders erwähnen möchte ich zuerst die ganzen vielen Helfer im Hintergrund, ohne die so eine Veranstaltung wie heute nicht möglich wäre und vor allem, weil hier alle im Ehrenamt tätig sind. Vielen, vielen Dank. Ein weiterer Dank geht an all unsere Direktkandidaten, die heute hier anwesend sind für die kommende Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern im Oktober diesen Jahres. Und da ist auch der Hinweis, wer allgemeine Fragen hat nach dem Vortrag, kann sehr gerne diese Fragen unserer Direktkandidaten stellen, um auch die letzten Fragen zu beantworten, damit das Kreuz dann im Oktober an der richtigen Stelle landet. Genau, ich möchte noch ganz kurz nochmal, dass jeder mal winkt, der heute da ist. Ich fange gleich mal bei der Ulrike an, eine unserer Direktkandidaten. Dann haben wir hier Kollegin Sabine Gomez. Und ganz hinten bei der Kamera den Carsten Tamm. Und ein Gast aus Schweinfurt, die Camilla Meisenberger. Und als letztes darf ich noch mich selber Ronny Grünewald nennen. Jetzt habe ich gerade einen ganz wichtigen Gast vergessen. Der kommt sogar nicht aus Unterfranken, sondern aus Mittelfranken, richtig? Oberfranken. Oberfranken, Entschuldigung. Oberfranken, der Willi Künsel. Dankeschön, Willi, das war ich. Zum Abschluss noch ein paar organisatorische Hinweise. Getränke gibt es hier im Vorraum zum Selbstkostenpreis. Die Toiletten finden sich bei Aufzug draußen rechts. Die Gesamtdauer des Vortrags wird ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern, plus anschließender Fragerunde. Wer irgendwie Flugblätter, Flyer, Werbematerialien vom Kugelschreiber bis zum Einkaufsschip mitnehmen möchte, ist ebenfalls im Vorraum zu meiner Linken. Und gegen Ende des Vortrags wird eine Spendenbox durchgehen und wir freuen uns dann natürlich über eure Großzügigkeit. Ansonsten planen wir Veranstaltungen wie heute im monatlichen Turnus. Das heißt, wer an weiteren Veranstaltungen interessiert ist, findet die genauen Termine, Ort und Uhrzeit auf unserer Webseite diebasis-würzburg.de. In diesem Sinne freue ich mich nun auf Ulrike Kämmerer. Und Ulrike hat meinen persönlich größten Respekt verdient, weil wie kaum jemand anders verkörpert sie, glaube ich, dass es die Wissenschaft nicht wirklich gibt, sondern dass kontroverse Diskussionen auf Augenhöhe absolut notwendig sind. Deswegen, Ulrike, vielen Dank für dein Durchhaltevermögen und schön, dass du heute Abend bei uns bist. Wunderbar. Ronny, einen haben wir noch vergessen zu danken, den Hausherren, dass wir hier diesen Raum benutzen dürfen, denke ich. Das ist ganz wichtig, weil so einen schönen Raum für einen Vortrag, denke ich, müssen wir bei InfoSim uns auch wirklich bedanken, dass wir hier tatsächlich auch diesen schönen Raum benutzen dürfen. Ja.
Ich bin gebeten worden, Vortrag zu machen über so ein bisschen die wissenschaftlichen Aspekte sowohl von dem Virus SARS-CoV-2 als auch zu dem Thema der sogenannten Impfungen. Ach, einem muss ich noch danken. Wir haben ja neulich wirklich kostenlose Wahlreklame durch das hiesige Lokalblättchen gehabt. Wir werden daran arbeiten, dass das noch öfters bis zur Wahl passiert, weil auch eine schlechte Reklame ist immer eine Reklame. Ja. So muss er das, glaube ich, sehen. Viren. Erstmal möchte ich ganz kurz vorstellen, weil ich habe festgestellt, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass es Diskussionen darüber gibt, was sind Viren, was machen Viren, gibt es Viren überhaupt? Und jetzt durch diese ganze Corona, in Anführungszeichen, Situation ist das Thema tatsächlich hochgepoppt, dass ein paar Leute, die vorher, sagen wir es mal so, ein bisschen so als Exoten gegolten haben und gesagt haben, es gibt keine Viren, es gibt keine Bakterien, es gibt keine Zellen, es gibt kein Immunsystem und eigentlich gibt es gar nichts. Und dass die so massiv Einfluss haben und ja, etwas, was ganz normal zu uns und zur Natur gehört, so massiv in Frage stellen. Was sind Viren? Viren sind erstmal ein ganz normaler Teil von jedem von uns. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn sie begleiten die Menschen seit über 100 Millionen Jahren. Wir haben also eine sogenannte Koexistenz von mehr oder weniger Anfang an seit unserem Dasein in der Entstehungsgeschichte. Und im Laufe dieser sehr langen Zeit haben sich so im momentanen Wissensstand 8% unseres zellulären menschlichen Genoms besteht aus ehemaligen Viren. Das heißt also, wir selber haben in jeder Zelle einen sehr großen Anteil an Viren in uns, die auch wesentliche Funktionen bei uns im Körper steuern und die auch in seltenen Fällen wieder reaktiviert werden können. Und einer der wichtigen Fälle, wo die reaktiviert werden oder zumindest Bestandteile, ist bei der menschlichen Fortpflanzung, nämlich in der Plazenta. Da werden die sogenannten endogenen Retroviren, das sind also Retroviren, die sich mal als RNA-Virus ins Genom eingebaut haben, wieder aktiviert. Und ohne diese sogenannten humanen endogenen Retroviren wäre eine normale Plazentabildung gar nicht möglich. Also das heißt, diese Viren haben für uns da auch einen sehr wichtigen Aspekt, nämlich wie gesagt Plazentabildung. Weitere Sachen, die diese humanen endogenen Retroviren steuern, ist auch sehr viel für die Immunantwort. Das heißt, letztendlich verteidigen die sozusagen oder helfen die uns gegen angreifende andere Viren zu verteidigen. Also quasi, die wollen ja ihr Reservoir, also uns, ein bisschen sozusagen für sich haben und sorgen dafür, dass wir eine bessere Immunität gegen angreifende Viren haben können. Die können allerdings auch, muss man sagen, je nachdem, wo die im Genom sitzen, auch ein bisschen Probleme machen. Also auch die Viren, diese endogenen Viren, können auch verantwortlich sein für Autoimmunerkrankungen, vermutet man. Oder wenn sie ganz blöd sitzen, auch an Krebserkrankungen beteiligt sein. Aber der positive Aspekt ist sicherlich im Vordergrund, ansonsten gäbe es uns als Menschen schon längst nicht mehr. Das schon mal dazu. Definition. Es wird immer gesagt, ja, Viren gibt es nicht von diesen Kreisen, sondern das wäre ja einfach nur ein Gift. Wir würden vergiftet werden. Das muss man einfach aus der Sprache heraus verstehen. Das kommt halt nun mal aus dem Lateinischen und heißt Gift, Saft, Schleim. Historisch ist es so zu verstehen, dass das extrem kleine Partikelchen sind und die frühen Mediziner und Naturwissenschaftler, damals gab es ja diese Grenze noch nicht so genau, die haben schon gemerkt, es gibt irgendetwas, was krank macht, was ansteckend macht, was man aber nicht fassen kann, was man nicht sehen kann. Und deswegen wurde das so als Gift bezeichnet. Das Entscheidende ist nämlich, die sind so klein, dass man die nicht mit einem normalen Lichtmikroskop sieht. Die kann man nur im Elektronenmikroskop sehen und das Elektronenmikroskop, das war das allererste 1951 im Einsatz. Das heißt, alles, was davor war, Lichtmikroskope, gibt es schon 100 Jahre gut und gerne länger im normalen Routineeinsatz. Damit kann man Bakterien sehen, damit kann man Zellen sehen, aber konnte eben keine Viren sehen und hat dann eben festgestellt, es gibt etwas, was ansteckend ist, aber was ich mit den normalen Mikroskopen nicht sehe, und dann wurde das eben Virus genannt. Ja.
Wie können Viren ausschauen? Ich habe hier mal aus dem Internet so eine Grafik genommen. Die können rundkugelig sein, die können hier mit so lauter so Knöpfchen sein. Das kennt inzwischen auch jeder von den verschiedenen Schemata, die über die Coronaviren gemacht wurden. Das hier, was so wie so Mondlandesonden ausschaut, das sind Bakteriophagen. Das sind Viren, die Bakterien als Wirt haben. Also quasi auch Bakterien können von Viren befallen werden. Man kann sich das übrigens zunutze machen. Und mit diesen Bakteriophagen gibt es ganz attraktive Therapieansätze, die schon sehr alt sind auch. Kann man auch multiresistente Keime bekämpfen, weil die Bakterien sich nicht gegen die Phagen wehren können. Man kann also tatsächlich, wenn ein Patient so einen dauereiternde, multiresistente, keimbesiedelte Wunde hat, kann man tatsächlich, in Georgien gibt es noch ein Institut, die das schon immer machen, quasi mit der Eiterkeimprobe von dem Patienten dann in Wasser nach den geeigneten Phagen suchen und dann die geeigneten Phagen vermehren und damit dann tatsächlich die Wunden der Patienten behandeln und dann heilen die auch aus. Also man kann sich diese Viren, die praktisch Bakterien befallen, auch zunutze machen. Diese Viren können entweder mit Hülle, also das heißt, da ist dann ein Stückchen von der Zellmembran dabei, oder sie können Polygon ausschauen ohne Hülle, sie können auch relativ rund ausschauen, auch ohne Hülle, das ist einfach eine Sache, weil die so klein sind. Und sie können verschiedene Knöpfchen haben, die nennen sich Spikes, den Begriff kennt ja inzwischen auch jeder. Ja. Aber sie können auch so fadenförmig ausschauen, da sind auch in der Presse jetzt schon gelegentlich mal Bilder aufgetaucht, das sind die sogenannten Filoviren, das sind hämorrhagische Viren, zu denen eben das Ebola-Virus gehört und die Abart davon das sogenannte Marburg-Virus, was ja auch schon mal kursiert ist, dass das so die nächste Seuche wäre. Dazu muss man aber sagen, diese Viren, das sind sehr, sehr seltene Fälle. Und wenn jemand tatsächlich damit unfreiwillig Kontakt hatte, meistens holen sich das die Betroffenen dort im Kongo und ähnlichen Regionen, weil sie Bushmeat essen, also infizierte Affen zum Beispiel, und die auch nicht ordentlich durchgebraten essen. Ja, und wenn die dieses hämorrhagische Fieber kriegen, dann schaffen es die meistens auch nicht mehr sehr weit weg. Insofern kann man da auch nicht so wie bei so einem Schnupfen-Erkältungsvirus, wie es halt Coronaviren sind, kommt man nicht quasi nur leicht verschnupft irgendwo hin, sondern die Leute sind so krank, bis die quasi aus ihren betroffenen Regionen raus sind, sind die schon so bettlägerig, dass sie das Virus nicht mehr verteilen können. Ja. Also so sehen verschiedene Viren aus. Was ganz wichtig ist, Viren sind sogenannte obligat intrazelluläre Parasiten. Das heißt, Viren sind im Prinzip nur eine Art Informationssonde. Die brauchen immer einen Stoffwechsel, um sich zu vermehren. Diese Phagen brauchen deswegen Bakterien, um sich zu vermehren. Und die Viren, die Eukaryoten, also dazu gehören ja auch wir, befallen, die brauchen unsere Zellen, um sich zu vermehren. Die Viren haben zwei Phasen, eben diese Virusphase innerhalb der Zelle, wo sie sich vermehren, und das sogenannte Virion, das sind dann die, Rechner. Wir können auch hier weitermachen, das war eh die nächste Folie. Diese Viren, die sind wie gesagt zwingend auf den Stoffwechsel angewiesen. Und das hier sind mal so elektronenmikroskopische Schnitte, in dem Fall hier durch eine Immunzelle, durch einen Makrophagen. Und hier drinnen diese ganzen Punkte, wenn man die nochmal vergrößert, dann sieht man hier diese Viren, die sich hier vermehren und dann auch an der Oberfläche der Zellen hier nach außen abgegeben werden. Das sind in dem Fall jetzt HI, also humane Immundefizienzviren. Die würden so ausschauen. Ähnlich knospen auch Coronaviren und alle anderen Viren aus den Zellen aus. Aber ich habe halt im Internet jetzt diese Bilder gefunden. Wie vermehren sich Viren? Viren, hatte ich ja gesagt, brauchen den Stoffwechsel. Viren haben auf ihrer Oberfläche Andockstellen. Das hat sich im Laufe der Evolution so entwickelt, dass die Viren Eigenschaften auf der Oberfläche haben. Das sind meistens räumliche Eiweißstrukturen, die wie ein Schlüssel zu
Rezeptoren, also zu Andockstellen auf der Zelle passen. Die Zelle hat jetzt nicht diese Andockstellen, damit die Viren reinkommen, sondern die Viren benutzen Andockstellen, die einfach die Zellen für ihre normalen Lebensvorgänge brauchen. Und im Falle jetzt von den Coronaviren ist die wichtigste, also von diesem SARS-CoV-2-Coronavirus, ist die bekannteste Andockstelle der sogenannte ACE2-Rezeptor. Das ist ein Rezeptor, der ganz wichtig ist bei uns für die Zelle, für zum Beispiel Blutdruckregulation. Und die Viren haben sich einfach, weil der sehr weit verbreitet ist, haben sich diesen Rezeptor halt zunutze gemacht und irgendwann gemerkt, hoppla, wenn ich da dran koppel, komme ich in die Zelle rein und kann mich vermehren. Und so hat sich das dann im Laufe der Evolution eingespielt. In der Zelle selber geben die Viren dann aus dieser Eiweißhülle, die sie mit sich tragen, ihre Erbinformationen frei. Das kann sein entweder DNA, also Desoxyribonukleinsäure, oder RNA, Ribonukleinsäure, in verschiedenen Konfigurationen. Wenn wir auf die Gruppe der Coronaviren kommen, das sind RNA-Viren. Ja, diese RNA in dem Fall wird in das Zellplasma abgegeben. Die RNA selber würde sich bei uns im Körper nicht vermehren, weil wir selber keine Eigenschaften haben. Bei uns geht der Weg immer DNA aus dem Zellkern, also Erbinformation. Dann kommt davon RNA, die abgelesen wird. Und aus der RNA werden dann Eiweiße gemacht. Wenn jetzt die Viren RNA als Genom haben, dann müssen sie ihr eigenes Enzym mitbringen, um sich vermehren zu können. Das heißt, diese Coronaviren, wie auch andere RNA-Viren, die bringen die Erbinformation für ein eigenes Enzym mit, was die Zelle dann bildet. Und dann können die ihre eigene RNA vermehren. Das ist der Trick, der sich da herausgebildet hat. Und dann kann diese RNA ganz normal an die sogenannten Ribosomen gehen. Und das ist quasi die Proteinbildungsmaschinerie. Und da werden dann die Gene oder die Geninformationen der RNA umgesetzt in Eiweiße. Und diese Eiweiße, die bauen sich dann wieder zusammen zu den verschiedenen Viruskomponenten. Und dann entstehen neue Viren, die sich in die Zellmembran oder, wie man hier gesehen hat, in so Vesikelchen einlagern. Und von da dann, da sind auch Zellmembranen dran, diese Membranen mitnehmen und dann, wenn sie umhüllt sind, umhüllt nach außen gehen. Das heißt, die haben von ihrer Wirtszelle ein Stück Membran mitgenommen. Und die sogenannten nackten Viren, die brechen dann einfach durch und nehmen keine Hülle von der Zelle mit. So, jetzt schauen wir mal, ob es jetzt geht. Nein. Nee, der ist, jetzt müssen wir das wieder so machen. Das ist immer das Problem, wenn man PowerPoint-Präsentationen dann auf Open Office macht. Ja. Aber er merkt sich scheinbar, wenn ich vorwärts und rückwärts schalte. Das ist interessant. Wir haben ja das Thema, was momentan wichtig ist, Coronaviren. Zum Thema Coronaviren. Der Name Corona kommt auch aus dem Lateinischen. Corona, ich finde es immer so witzig, wenn es heißt Corona-Leugner, sage ich immer, was leugnet denn ein Corona-Leugner? Ja? Corona heißt Lateinisch nur Kranz, Krone, mehr nicht. Ja? Man leugnet ja nicht, dass es Kränze gibt, man leugnet nicht, dass es Kronen gibt. Auch bei der Sonnenfinsternis zum Beispiel, was dann entsteht, ja, das nennt sich Corona, leugnet auch keiner. Und das Coronavirus als solches gibt es auch nicht, weil es ist eine ganze Gruppe von Viren, stelle ich gleich vor. Und es gibt auch nicht Corona als Erkrankung, ja? Sondern das heißt halt Coronavirus-induzierte Erkrankung, also Covid. Also der Begriff Corona-Leugner ist völlig gaga. Aber gut, die wissen es nicht besser. Am Samstag am Basisstand liefen wieder zwei so Typ-Studentinnen vorbei. Haben nur gesehen, die Basis, ach ja, das sind die Corona-Leugner. Ich war bloß leider gerade anderweitig beschäftigt, sonst hätte ich mir die mal gekrallt und den Gespräch reingedrückt. Ja. Genau, also warum heißen die Coronaviren? Weil man eben im Elektronenmikroskop, hier ist ja diese berühmte Grafik, ja, diese Spikes, die sehen eben so aus wie dieser Kranz, der auch bei der Sonnenfinsternis um die Sonne dann herum ersteht. Ja, und dieser Kranz, das ist der Namensgebende für die Coronaviren. Also es sind die Viren, die sich im Elektronenmikroskop mit so einem Kranz darstellen. Und entdeckt hat das eine June Almeida,
die hat ganz früh mit einem Elektronenmikroskop verschiedenste Viren in Patientenproben isoliert und sich angeschaut. Ja, also das ist, die war auch keine Virologin oder Wissenschaftlerin in dem Sinne, ja, aber sie hat damit gearbeitet und war damit die Pionierin. Man kann das hier sehr schön lesen, die vergessene Entdeckerin der Coronaviren. Ja, wie so viele Frauen in der Wissenschaftsgeschichte ist sie leider auch etwas vergessen worden. Jetzt hatte ich schon gesagt, das Coronavirus gibt es nicht. Es gibt eine Riesenfamilie von Coronaviren. Das sind ein paar hundert Einzelexemplare, also von der Art her. Wie Hunderassen kann man sich das vorstellen. Ja, da gibt es ja auch nicht nur Hund, sondern da gibt es eben große Hunde, kleine Hunde. Ja. Es gibt, die werden in vier Hauptgruppen sortiert. Davon sind zwei Gruppen, die Gamma und die Delta. Das sind Gruppen, die nur Hühner, Geflügel, Vögel jeglicher Art befallen. Dann gibt es zwei Gruppen, die Alpha- und die Beta-Coronaviren, die auch uns als Menschen befallen können. Und immer hier, wo dieses Mannequin ist, das sind die Menschen-Humanpathogenen. Da habe ich hier ganz normale Erkältungsviren. Da gibt es inzwischen sechs bekannte Arten, die in jeder Wintersaison dabei sind. Ja, also Coronaviren sind in jeder Grippesaison immer mit dabei. Das ist nichts Neues. Und dann gibt es hier unter den Beta-Coronaviren, ja, da ist hier diese verschiedenen Erkältungsviren und dann ist diese Untergruppe, die hier rot gezeichnet ist und da ist hier das neue SARS-CoV-2. Das ist nur verwandt ansonsten mit irgendwelchen Schuppentieren, Fledermausviren. Das ist auch ganz wichtig, da komme ich noch drauf, warum das auch mit ein Grund ist, dass man halt tatsächlich sehr harte Hinweise hat, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dass das natürlichen Ursprungs sein kann. Ja, dann ist relativ weit entfernt das Original SARS und noch weiter entfernt das MERS. Also die gehören gar nicht so wirklich vom Virusstammbaum her zusammen. Dieses SARS-CoV-2 müsste übrigens nach den Erstentdeckern, die normal die Namensnennung haben, nCoV-19 heißen, beziehungsweise hCoV-19, also humanes Coronavirus 19. Das macht aber lange nicht so viel Panik, wenn das Wort SARS dabei ist. Deswegen hat eine Gruppe um Herrn Drosten dann ganz schnell beschlossen, das Virus muss SARS-CoV-2 heißen und darf nicht den original harmlos klingenden Namen humanes Coronavirus 19 haben. Ja, also so wurde auch schon mal gleich der Name so festgelegt, dass er gefährlicher klingt. Ja, das sind so die Sachen, die man dann im Laufe der Zeit lernt. Ja, dieses Virus wurde relativ früh charakterisiert. Es gibt zwei entscheidende Arbeiten. Ich finde die etwas glaubwürdigere, bessere, weil sie vom Fußvolk gemacht ist und nicht von irgendwelchen politisch einflussreichen Leuten. Die ist im Chinese Medical Journal erschienen und die wurde am 25.01.2020 eingereicht. Und die haben die ersten fünf Patienten genau charakterisiert, haben eben dann auch so ein typisches Coronavirus im Patientenisolat gesehen und haben dann ganz schnell das komplette Genom durchsequenziert und haben dann sehr genau beschrieben, was dieses Virus macht. Und das ist eine interessante Abbildung aus dieser Publikation. Da sind die ersten fünf Patienten, was die hatten. Und nur das, also die haben quasi eine sogenannte Multiplex-Genomanalyse gemacht. Die haben da Lavagen, also Spülungen aus der Lunge genommen und haben geschaut, was ist da alles an Krankheitserregern drinnen. Und was ich bei der Publikation interessant finde, wenn man sich die unteren zwei Patienten anschaut, vor allem den hier, das ist ein Corona-Patient. Da muss man aber suchen. Ja? 1,6% nur der Sachen, die derjenige in der Lunge hatte, war das neue Beta-Coronavirus. Der hat hier noch Enterococcus, Stringer-Bazillen, Listerien, Streptokokken, alles Mögliche. Und die anderen, der hier auch, der hat 13% gehabt, der hat hier auch sehr viel Streptokokken, Escherichia coli drinnen gehabt. Dann sind hier bei den anderen sehr viel Pseudomonaden und alles vertreten, also alles Keime, die auch eine Lungenentzündung machen können. Deswegen hatten die das angeschaut. Und nur ein Patient, da würde man sagen, oder zwei, die haben wirklich über die Hälfte der krankheitsassoziierten Keimgenome, die die gefunden haben, waren dieses neue Coronavirus. Ja, also das sind die ersten fünf Patienten aus Wuhan und wie gesagt,
Wie die jetzt darauf gekommen sind, genau danach vor allem auch in diesen Patienten zu suchen, das wird deren Rätsel bleiben. Ja? Was aber auch in dieser Publikation wichtig ist, und das war eben eine von, ich sag mal, ehrlichen Normalärzten und Wissenschaftlern, die haben dann nämlich geschrieben, dass zwei der Patienten überhaupt keine Assoziation mit diesem berühmten Markt hatten. Ja, es wurde ja gesagt, es muss an dem Markt ausgebrochen sein, und das haben die auch geschaut, und zwei von den Patienten hatten überhaupt keine Verbindung zu diesem Markt, auch nicht zu Leuten, die auf dem Markt waren. Das ist da sehr schön beschrieben. Und in der entscheidenden Publikation, die dann eigentlich diese Pandemie begründet hat, da wurden nämlich die zwei Patienten rausgelassen. Ja? Und auch der wurde wieder beschrieben, weil der ist nämlich gestorben, aber in der entscheidenden Publikation stand nicht drinnen, dass der schon eine Leberzirrhose hatte und auch Tumoren im Bauchraum. Ja, und die anderen haben alle überlebt. Also so kann man von Anfang an, muss man sagen, sind so die Daten leider in Richtung Panik geschönt worden. Auch das chinesische CDC, es heißt ja immer, Herr Drosten hat ja immer gesagt, wir mussten das ja alles so schnell machen von Deutschland aus. Die Zeit des Kolonialismus sollte eigentlich vorbei sein. Also die in Wuhan, die brauchen keine Hilfe aus Deutschland. Ja? Also die Wissenschaftler können das alle selber. Und hier das CDC, die haben hier so eine sehr schöne Publikation gemacht. Da haben sie mal geschrieben, wann wurden die verschiedenen Coronaviren erst beschrieben. Ja, hier 65 das erste Erkältungsvirus, 66 das zweite. Dann kam hier Herr Drosten mit seinem SARS, was ja auch eine sehr abenteuerliche Geschichte ist, aber es wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Dann nochmal zwei Erkältungsviren, dann das MERS, da steht dann jemand anderes vorne, aber da war auch Herr Drosten natürlich beteiligt. Und das hier ist eben Zhu et al., das ist diese Publikation, wo eben die nicht am Markt gewesenen Betroffenen auch weggelassen wurden, ja, und das ist die quasi dem Herrn oder Frau Zhu, weiß ich nicht, wurde das zugeschrieben, und die Publikation, die ich vorgestellt habe, war Ren et al. Was hier auf der Folie auch mit draufsteht, also Chinesisch kann ich nicht, aber die Symptome sind, die Bildchen finde ich sehr nett, ja. Da wurde gesagt, welche Symptome machen denn diese ganzen Coronaviren wichtig, alle, ja. Das heißt Kopfschmerzen, Fieber, so allgemeine Abgeschlagenheit und Schmerzen. Jeder, der die Reklame kennt, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, nehmen Sie was auch immer. Ja. Grippesymptome, Kälte, trockener Husten und eventuell auch Erbrechen. Also es sind ganz allgemeine Symptome, die diese Viren machen. Und auch die sogenannte supergefährliche neue Erkrankung Covid-19, die durch dieses neue SARS-CoV-2 ausgelöst wird, wenn man die mal schaut, das hier ist so die typischen Erkältungssymptome, die bei Coronaviren im Vergleich zu anderen Viren ausgelöst werden. Ich habe hier mal rausgesucht aus einer Publikation, was alles die Lungenentzündung machen kann. Es hieß ja, das Virus macht so extrem schwere, nicht behandelbare Lungenentzündung. Lungenentzündung machen hier praktisch alle Viren, können auch eine Lungenentzündung machen. Ja? Und im Winter ganz typisch auch zum Beispiel Parainfluenza. Ich kenne selber einen Arzt, der war gleich am Anfang schwer lungenkrank, lag dann auch auf der Intensivstation, nicht intubiert, beatmet, aber lag auf der Intensivstation und immer Corona-Patient. Er hat immer gesagt, nee, das kann nicht sein. Ja, der hatte Parainfluenza. Es hat bloß überhaupt keiner nachgeschaut. Ja? Der gilt nach wie vor als Corona-Patient, obwohl er ein anderes Virus hatte. Ja, also das heißt, wir haben ja sehr viele Viren, die das machen, und hier in einer Publikation 21 wurde dann tatsächlich mal geschaut, was unterscheidet Covid, also diese SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung, von der echten Grippe, von dem damaligen SARS und von der normalen Erkältungskrankheit. Und wenn man jetzt hier sieht, Fieber, naja, Halsschmerzen, Schnupfen, Kopfschmerzen, Husten, Muskeln, alles gleich. Plus, minus. Ja. Und die haben sogar selber, das ist diese Publikation, selber reingeschrieben, ich habe das übersetzt, aufgrund der unspezifischen Symptome von Covid-19 kann die Diagnose nicht allein anhand der klinischen Symptome gestellt werden. Also sprich, ohne Test wäre das halt einfach im Rahmen der normalen grippalen Infekte oder echten Grippe, die auch nicht immer diagnostiziert wird, untergetaucht. Ja. Das Vorhandensein eines breiten Spektrums von Allgemeinsymptomen, Kopfschmerz, Schnupfen, Muskelschmerz und Halsschmerzen sollte Ärzte dazu veranlassen,
So, und jetzt kommt das Entscheidende. Klinisch eher eine Grippe oder eine Erkältung als Covid-19 zu vermuten. Also sprich, ohne den Test hätte es keine spezielle Erkrankung gegeben. Ja? Und die Grippe, die echte Influenza, ist auch nicht in Urlaub gegangen und verschwunden in der Zeit, sondern die war da mit dabei. Die hat bloß keiner mehr getestet, weil ja alle nur noch Corona getestet haben. Ja? Was macht jetzt aber dieses SARS-CoV-2 besonders? Und das muss man auch erwähnen, dieses Virus unterscheidet sich tatsächlich von den Standard-Erkältungs-Coronaviren in ein paar Punkten. Und der wichtige Punkt ist tatsächlich das sogenannte Spike-Protein, also dieses Knöpfchen obendrauf. Dieses Knöpfchen, das ist schon den allerersten hier der chinesischen Publikation aufgefallen, dass da so ein paar spezielle Features drinnen sind, die irgendwie nicht so ganz erklärbar sind. Ja, das stand schon ganz am Anfang drinnen. Die haben sich aber natürlich jetzt da nicht weiter Gedanken gemacht, beziehungsweise haben sich nicht getraut, das zu schreiben. Die ersten, die geschrieben haben, dass da also irgendwas völlig faul ist und es nicht mit einem natürlichen Virus einhergehen kann, das war eine sehr gute, muss man sagen, indische Gruppe, die eine sehr aufwendige Publikation sehr schnell gemacht haben. Und die haben nämlich festgestellt, hoppla hoppla, bei der Sequenzanalyse auf Eiweiß, also auf Proteinebene, in diesem Spike-Protein sind Eigenschaften von HIV drin. Und da gibt es keine natürliche Kombination. HIV kann nichts mit Coronaviren zu tun haben, kann auch keine Eigenschaften haben. Und die haben das Ganze dann auch so, man kann so schön mit den Großrechnern 3D-Modelle machen und haben dann auch schön festgestellt, oh hoppla, diese drei HIV-Inserts hier, die verbinden sich auch so an der, ja? Kann man kurz erklären, was dieses Bild darstellt? Also dieses Bild stellt da im Prinzip die Eiweißstruktur, also diese ganzen, also alle strukturgebenden Eiweiße sind entweder aus sogenannten Helices aufgebaut, also so gewundene Eiweiße, oder aus räumlich zirkulären Proteinen oder hier aus sogenannten Faltblättern, das sind relativ gerade Proteine. Und diese Strukturen hier zeigen einfach, die haben quasi die Gensequenz im Computer in eine Eiweißsequenz umgesetzt. Das kann man machen, weil der genetische Code ja ganz klar ist. Und haben dann im Computer, man kennt die Regeln, nach was sich die Aminosäuren dann falten, und haben dann verschiedene Faltungsmodelle gemacht. Und so kommen dann diese Abbildungen aus dem Computer raus. Ja, die werden dann normalerweise auch inzwischen mit diesen Rastertunnelmikroskopen, die ganz genau auf die Spike schauen können, auch nochmal abgeglichen. Ja, also das ist ein Modell, aber das ist ein sehr valides Modell, das ist inzwischen von sehr, sehr vielen anderen Arbeitsgruppen nachgerechnet worden. Und die haben halt festgestellt, dass in der Sequenz drinnen, also schon auf Sequenzebene haben die festgestellt, da sind Sequenzen drinnen, wenn man die durch Genbanken jagt, diese Sequenzen sind 100% identisch mit Sequenzen, die man auf HIV findet. Und zwar, das ist das Entscheidende, auf der Andockstelle von HIV, mit der HIV sich an Zellen anbindet. Man nennt es Rezeptorbindedomänen. Ja? Das heißt, das sind diese Eiweißausstülpungen, wenn man sich so einen Sicherheitsschlüssel vorstellt, mit vielen Knöpfchen drauf. Ja? Und diese Knöpfchen, das sind quasi diese Obereigenschaften, die hier überall auf diesem Spike-Molekül drauf sind. Und jede von diesen hier oben wäre jetzt auch noch eine Rezeptorbindedomäne für was anderes. Ja? Und alles, was da räumlich raussteht, hat üblicherweise irgendeine Funktion. Und in dem Fall haben die festgestellt, aha, hier haben wir etwas, was genau der Eigenschaft entspricht, mit der sich das HI-Virus an humane CD4-positive T-Zellen andockt und dort eindringt. Und das kann nicht sein. Und dann haben sie noch eine Eigenschaft gefunden, und das ging auch immer wieder durch die einschlägigen Medien und durch die Faktenchecker, die gesagt haben, es kann nicht sein, das ist die sogenannte Furinspaltstelle. Das ist eine Stelle, quasi wie eine Vorperforation, eine Erkennungsstelle, wo ein zelleigenes Enzym Eiweiße durchschneiden kann. Und dieses Enzym heißt Furin, und das braucht auch wieder ein Erkennungssignal, so nach dem Motto, setze hier die Säge an und schneide durch.
Ja, also wie so bei diesen IKEA-Bauplänen, so muss das da funktionieren. Und diese Spaltstelle haben die auch festgestellt, die gehört da nicht rein. Ja? Und später wurde dann, Rechtschreibfehler, aber später wurde dann festgestellt, die ist auch schon sehr viel früher von der Firma Moderna patentiert worden, genau diese Sequenz. Die passt da erst recht nicht in die Natur rein, weil man kann eine natürliche Sequenz kann man nicht patentieren. Ja? Der Rechner will immer mal zwischendrin Luft holen, glaube ich. Oh. Jetzt hat er mein Dingens nicht genommen. Ah. Stopp. Also das... Aha, jetzt hat... Also das ist quasi... Das ist denen aufgefallen, diese Publikation hat ganz schnell am NIH und in den einschlägigen Kreisen Panik ausgelöst. Da wurden sehr viele, es gibt ja in den USA die sogenannten Fauci-Mails, ja, wo drin stand, da war auch Herr Drosten beteiligt, da gab es dann am Wochenende glühten da die Drähte, Notfallkonferenzen deswegen. Und letztendlich wurde dann diese sehr gute indische Gruppe dazu gezwungen, die Arbeit zurückzuziehen. Und dann wurde ganz schnell in der einschlägigen Fachliteratur präsentiert, nein, ein künstlicher Ursprung ist völlig ausgeschlossen, das kann nur aus der Natur stammen. Ja, was man inzwischen weiß, also in den USA ist die Frage gar nicht mehr, stammt es aus dem Labor, sondern nur, wer hat es bezahlt und wo wurde es letztendlich gemacht. Es gibt auch hier von einem Würzburger Kollegen, der aber mit den bösen Virusleugnern nichts zu tun haben will und den Corona-Leugnern, gibt es eine sehr gute Seite, die heißt stopgov.com. Wer sich dafür interessiert, der kann da genau nachlesen. Der weiß genau von den Techniken her, wie man das macht. Also er hat gesagt, er kann in 4 Wochen so ein Virus zusammenbasteln. Ja? Ich habe in meiner Diplomarbeit so etwas Ähnliches auch gemacht, aber ich habe dazu 2 Jahre gebraucht. Die Techniken haben sich halt inzwischen doch deutlich beschleunigt und verbessert. Er hat eine sehr schöne Zusammenfassung gemacht. Das Entscheidende ist, dieses SARS-CoV-2 ist im Wesentlichen ein tatsächlich Fledermaus-Coronavirus. Man nennt es Backbone, also der Hauptbestandteil dieses Virus ist ein Fledermaus-Virus, was entweder aus Südchina oder aus Laos stammt. Man kennt diese Stammbäume ja. Und das Entscheidende ist, es kann an diesen menschlichen ACE-Rezeptor binden, hat, und das ist schon mal das Auffallende, diese exakt eingebaute Furinspaltstelle, die das in genau 2 Teile spalten kann. Und das sind exakte Restriktionsschnittstellen. Restriktionsenzyme, das sind Enzyme, ja? Was bringt denn diese Furinspaltstelle? Die bringt, dass der gefährliche Teil im Körper frei rumflottieren kann. Normal würde das auf der Zelle bleiben. Normal würde das Spike sich nicht teilen. Aber so wie die eingebaut ist, kann eben der Teil mit diesen Rezeptor-Andockstellen sich von der Zelle ablösen und überall im Körper andocken und da Schaden machen. Ja. Also im Endeffekt der springende Punkt. Also für die Schädlichkeit nur des Spike-Proteins einer der wesentlichen Punkte. Ja. Wie gesagt, diese Restriktionsenzyme, das sind bakterielle Enzyme, mit denen bastelt man im Labor. Also das ist ein Handwerkskasten wie Schraubenschlüssel, die jeder Handwerker hat, hat jeder Molekularbiologe Restriktionsenzyme. Und die haben spezielle Muster. Und wenn man sich die Sequenzen anschaut, erkennt man die. Ja, das ist wie noch so ein Fingerabdruck, der nicht ganz praktisch wegzulöschen ist. Man kann sogar erkennen, dass die auf einer bestimmten Zellart gezüchtet wurden, weil die nämlich eine bestimmte Gensequenzenverwendung, also ein Codon-Usage nennt man das, haben. Ja? Dann sagt er natürlich, 2019 eine Pandemie auslösten, ich würde mal sagen eine Plandemie auslösten. Ja? Und das Entscheidende ist, es wurde schon früh gesagt, Wuhan, da wo dieses Labor ist, das ist aber über 1000 Kilometer entfernt von dem natürlichen Vorkommen dieser Fledermauskolonien, wo diese nahe verwandten Viren in der Natur vorkommen. Ja, und das, also eine Fledermaus fliegt nicht 1000 Kilometer, beißt auf dem Markt in Wuhan ein dort liegendes Schuppentier
und das Schuppentier beißt dann den Menschen oder so. Das funktioniert alles nicht. Ja? Und dann weiter geht's, was die gemacht haben, tatsächlich mit Förderung von, das ist das Entscheidende, von den USA. Hier viele, viele Fledermaus-Coronaviren, die haben also in diesen Höhlen immer Fledermäuse gesammelt und daraus die Viren isoliert und charakterisiert. Sie haben dann verschiedene Viren, die an den menschlichen Rezeptor binden können, dann noch künstlich mit dieser Furinspaltstelle ausgestattet, haben damit rumgebastelt. Ich will das gar nicht alles im Detail. Und das Entscheidende ist auch, in dem Fernsehen wurde immer dieses L4-Labor gezeigt, aber die Arbeiten sind üblicherweise in einem L2-Labor. Und das ist nichts Besonderes. Da hat man einfach nur einen Kittel an, ja, und Handschuhe, wenn überhaupt. Und da gibt es auch sehr gute Berichte, dass dann sich Doktoranden beschweren, dass ihnen dann die Fledermäuse abgehauen sind und sie dann da im Institut dann wieder die Fledermäuse jagen mussten und ähnliches. Ja? Also da sind relativ viele Viren immer wieder aus solchen Labors abgehauen. Also das ist, ja, wenn man in dem Bereich arbeitet, findet man es auch nicht so schlimm, muss man sagen. Ja? L, genau. Also L1 ist quasi Küche. L2 ist, da muss man schon ein bisschen mehr mit aufpassen. L3 ist ein Labor, da habe zum Beispiel ich gearbeitet drinnen. Da ist Unterdruck, da muss man schon spezielle Kittel anhaben, Haube, Mundschutz, Schutzbrille, zwei Paar Handschuhe übereinander, alles immer desinfizieren. Und L4, das sind dann die, die uns immer gezeigt werden mit diesen Raumanzügen. Ja. Und also die L ist Labor, also die Sicherheitsstufe für die biologische Gefährdung, genau. Ja. Und dass das mit diesen auch keine Verschwörungstheorie ist, dass das von den Amis gefördert wurde, gibt es hier im Internet, kann man sehr schön das Projekt Diffuse. Die Idee dahinter war, dass amerikanische Soldaten, man fragt sich, wie die auf die Idee gekommen sind, in Südchina in diese Höhlen gehen, ja, und da vielleicht von den Fledermäusen mit diesen Coronaviren infiziert werden könnten. Und man müsse ja schon vorher wissen, wie man Impfstoff produzieren kann. Das ist so die Idee dahinter. Und gefördert eben oder beantragt war das eben ans amerikanische Verteidigungsministerium. Und auch da hieß es hier schon Wuhan Institute of Virology. Also das, diese Zusammenarbeit zu diesen gefährlichen Coronaviren, die gab es immer schon. Ja. Bloß Herr Drosten wollte das, also der war auch beteiligt, ja, aber er hat halt gemeint, er kann dazu was sagen, dass es nicht so gewesen sein kann. Ja, das heißt, zusammenfassend zu dem Virus. Also wir haben ein ganz normales Coronavirus mit einem gentechnisch optimierten Spike-Protein. Dazu muss man jetzt aber sagen, Gott sei Dank sind die Coronaviren für unser gesundes Immunsystem, das schaut nach der langen Impfkampagne jetzt natürlich bei vielen anders aus, ja, völlig problemlos beherrschbar, bis auf diejenigen, die wirklich Pech hatten, weil sie schon eben ganz schlechtes Immunsystem hatten oder ein schlechtes Immunsystem hatten und dann eine sehr hohe Virusladung abkriegen, die dann schwer krank wurden. Das funktioniert aber auch mit normalen Schnupfenviren, ja, also im Winter kann man immer, wenn man quasi gerade immunsupprimiert ist, eine schwere Viruserkrankung bekommen. Das heißt also, diese Bastelviren, da gibt es ja sehr viele davon, vor denen braucht man, solange man immunkompetent ist, tatsächlich keine Angst zu haben. Die sind, wie hat ein Kollege gesagt, als Biowaffe eigentlich die totalen Rohrkrepierer. Ja? Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, die Originalsequenz, diese gebastelte Sequenz, dieses Master Spike mit all diesen Eigenschaften, die da drin sind, das ist eins zu eins das, was als Gensequenz in den sogenannten Impfungen verspritzt wird. Und das ist genau das Problem, das bringt eben diese ganzen ursprünglich einklonierten Gefahrenpotenziale, da sind noch viel mehr, ich will da jetzt nicht, da könnte ich 10 Stunden Vorlesung drüber halten, da sind noch mehr Sachen einkloniert und das wird mit dieser Impfung in den Körper transportiert. Und deswegen denke ich, sollte man, oh nee, ha, deswegen sollten wir zu dem Thema der sogenannten sicheren, wirksamen und nebenwirkungsfreien Impfungen gegen SARS-CoV-2 eingehen. Und am Beispiel, weil es halt hier am häufigsten ist, von diesen RNA-Lipid-Gemischen von Pfizer-BioNTech, Moderna ist exakt dasselbe letztendlich. Die sogenannten Vektorimpfstoffe, also AstraZeneca und Janssen, die waren eigentlich ein Unfall, weil die waren nicht so vorgesehen. Der Plan ist, diese RNA
Plattformen zu entwickeln und entsprechend sind die ja auch relativ schnell vom Markt verschwunden. Ich habe beim Suchen nach Bildern nochmal, das hat man ja alles schon wieder vergessen, wie völlig wahnsinnig diese Impfkampagnen da gemacht wurden. Ja? Kleine Freiheit, großer Pieks, hier die Uschi Glas, damit ich endlich wieder meine Enkel drücken kann. Wie pervers ist denn das eigentlich? Ja? Muss ich mich impfen lassen? Ja? Back to life, impfen ohne Termin, so wurden die Jungen dann angesprochen. Und ganz übel, die ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, war diese, zusammen gegen Corona, ja? Das Impfen oder nix von Mercedes, impfen, weil wir uns lieben, das war eine Riesenkampagne, ja, Aktion Mensch, alle, ja, die ihre normalen Werbeslogans auf Impfen umgewandelt haben, ja. Gegen Corona zählt jetzt Teamgeist, alle, die sich impfen lassen, bringen ein Stück vom Leben zurück, ja, mein Gott, die wären gar nicht gefährdet gewesen, ja, der große Teil. Also das wissen wir ja, das ist ein Politikum, aber wenn man sich das jetzt nochmal angeschaut hat, denkt man auch, oh Leute, das gibt's alles gar nicht. Ja? Die Firma BioNTech hat sehr viel Informationen schön aufbereitet auf ihrer Homepage. Die nennen das mRNA, ich nenne es mod-RNA, weil das ist keine biologisch normale mRNA, sondern, so schreibt Herr Sahin in seinem Buch Lightspeed auch selber, eine modifizierte RNA. Und das ist ganz entscheidend. Die ist modifiziert, damit sie nämlich sehr viel länger hält, sehr viel mehr Protein macht. Also auch diese RNA, die uns immer als normale mRNA verkauft wird, ist ein High-End-High-Tech-Produkt, ja, mit vielen Modifikationen. Aber entscheidend steht da drinnen, es wird damit eine genetische Information an Zellen geliefert. Nein, es ist keine Gentherapie, alles Verschwörungstherapie, wo sie zur Produktion von Protein für therapeutische Zwecke verwendet wird. Die haben sogar 4 RNA-Plattformen, davon sind noch so nette, die offiziell noch nicht im Umlauf sind, wie sich selbst vermehrende RNA und sich selbst verteilende RNA. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Erfahren Sie mehr, da sage ich gleich was dazu, nur noch mal zur Erinnerung. Bei uns im Körper ist der Weg immer so, DNA, Zellkern, DNA, Erbinformation, Gene. Die DNA wird abgelesen und gibt RNA. Die RNA wandert aus dem Zellkern raus an die Ribosomen und da werden dann die Eiweiße gebildet. So ist bei uns in der Zelle immer der Weg. Und diese Messenger-RNA normal hat nur eine sehr kurze Halbwertszeit. Ja? Deswegen war auch der Trick zu sagen, das ist Messenger-RNA. Es sind auch sehr viele meiner Kollegen drauf reingefallen, die gesagt haben, das ist doch genial, kurze Info und dann wird es abgebaut. Stimmt aber nicht, ja, ist alles publiziert, das Zeug ist extrem stabil. Bei der Zulassung stand drinnen, no safety pharmacological studies were conducted bis BNT 162b2. Das ist diese Comirnaty RNA. Auf Deutsch, die Zulassung erfolgte also, das muss man wirklich klar machen, ohne jede Sicherheitsstudien, obwohl das nach EU-Regularien für alle Arzneimittel vorgeschrieben ist. Ja? Und das Weitere war auch, Fragen des Wirkmechanismus im Körper und Wechselwirkungen wurden nicht untersucht. Das läuft noch, das Experiment. Ja? Jetzt wissen wir schon einiges, aber immer noch nicht alles. Ja? Genau, die Ratten, die laufen. Was wurde laut Helmholtz-Zentrum und diese ganzen offiziellen Sachen, was passiert im Körper damit? Es wird diese RNA injiziert, dann bildet der Körper nach dem Bauplan die Spike-Proteine, ja, die mit der Wuhan-Sequenz, mit den gefährlichen Sachen. Dann wird gesagt, das Immunsystem erkennt diese Proteine, bildet Antikörper und spezielle Immunzellen. Dann werden die Proteine und die RNA ganz schnell wieder zerstört. Wissen wir ja dank der Untersuchungen von den Pathologen um Herrn Burkhardt, nee, die kann man noch nach über einem Jahr inzwischen im Gewebe nachweisen. Ja, also zumindest die Spike-Proteine und die RNA ist auch wochenlang haltbar. Ja. Ja, und der Körper lernt, diese Proteine zu bekämpfen, sollte er wieder mit denen in Kontakt kommen. Also vom Prinzip her wäre das eine Impfung und so wurde es auch allen verkauft. Das Problem ist aber, der erste Punkt ist,
Jeder kann sich wahrscheinlich daran erinnern, das hieß, das bleibt an der Injektionsstelle im Muskel. Nein, das war von vornherein, auch das ist ganz offen fachpubliziert und auf der BioNTech-Homepage publiziert, das war von vornherein so gemacht, dass diese Lipid-RNA-Kombinationen in die Lymphknoten wandern und dort die Immunzellen als Ziel haben. Das Ziel war nämlich hier, diese antigenpräsentierenden Zellen, das sind die Schlüsselzellen, die das gesamte fein austarierte Orchester unserer Immunität regeln. Und das war die Hauptzielzelle für diese segensreichen Lipid-RNA-Sache. Ja? Und die haben dann entsprechend diese dendritischen Zellen laut dem Plan hier, die bilden dann so ein bisschen das Spike-Protein, präsentieren das an ihrer Oberfläche und aktivieren dann das Immunsystem. Problem ist aber, das Ganze passt so nicht, sondern diese Zellen produzieren praktisch bilden selber das Spike-Protein auf der Oberfläche und werden von Killerzellen, die sie selber angeregt haben, als virusverseucht erkannt. Und die Aufgabe der Killerzellen ist, virusverseuchte Zellen zu eliminieren. Deswegen heißen sie Killerzellen. Ja? Das heißt, die tun sich quasi ihre eigenen Mörder heranziehen. Ja? Und wenn die weg sind, wie gesagt, das sind die Schlüsselzellen der Immunität, dann haben wir ein nicht mehr normal austariertes Immunsystem. Das kann in die eine Richtung gehen, dass es überschießende Immunreaktionen gibt, diese überschießenden Entzündungsreaktionen, mit denen viele der sogenannten Geimpften zu kämpfen haben. Und es kann aber auch dazu führen, dass wir eine massive Immunsuppression haben. Zeigt sich dann daran, dass die Leute hier Reaktivierung von Herpesviren, das typisch ist die Gürtelrose, ja, haben. Und dass Krebspatienten massive, praktisch explosionsartiges Wachstum teilweise von schon lange ausgeheilten Tumorarten haben. Ja, das ist der erste riesige Fehler, der nie hätte passieren dürfen, den die aber wussten, weil sie es schon lange publiziert haben, dass das exakt die Zielzellen sind. Ja. Bisher bekannte Wirkmechanismen an Gefäßen. Die Folie habe ich dem Sucharit Bhakti von einem Vortrag geklaut. Und zwar so würde ein normales Gefäß ausschauen. Das hat innen so eine Endothelzellen, also so eine Innenwand, die schön glatt ist. Und außen drin dran sind Muskelzellen. Wenn jetzt dieses Vakzinezeug kommt, das bleibt ja eben nicht an der Injektionsstelle. Das wandert in die Lymphknoten, wandert aber auch im gesamten Blutkreislauf im Körper rum. Das kann man also nach wenigen Minuten von der großen Zehe bis zum Gehirn überall finden. Und das macht genau das, was es soll, nämlich diese Endothelien haben diesen ACE2-Rezeptor plus haben auch einfach diese Lipide, die verschmelzen einfach mit der Zellmembran. Ja, das ist eine Technik, die wir im Labor auch verwenden. Wenn ich ein Gen in Zellen bringen will, muss ich die in so eine Lipidhülle bringen. Und es ist wie, wenn ich so eine Seifenblase habe, die setzt sich dann drauf, läuft auseinander und dann geht aber der Inhalt in die Zellen rein. Und dann werden die Zellen dazu angeregt, dieses Spike-Protein zu bilden. Und das Spike-Protein wird dann wieder an der Zelloberfläche dem Körper, Immunsystem präsentiert. Dann, wenn es Antikörper gibt, die in den Lymphknoten zum Beispiel angeregt wurden, dann kommen die, bauen sich daran, geben Signale weiter, dass auch diese Killerzellen, also zytotoxische T-Zellen kommen. Und dann passiert genau das, was wir leider sehr häufig sehen. Der Körper zerstört seine eigenen Gefäßwände. Ja, und das ist das, wo es dann diese massiven Thrombosen gibt, weil wenn nämlich die Gefäßwände kaputt sind, dann gibt es da an diesen Anlagerungen, können sich dann die Blutgerinnsel bilden. Und das ist letztendlich das, auch weil alle kleinen Kapillaren betroffen sind. Das sind diese, wenn die Leute dement werden, wenn die schwach werden. Da sind einfach überall in der Peripherie und ist die Zirkulation gestört. Ja, die Gefäße gehen schlicht und ergreifend kaputt. Das kann man auch in der Pathologie sehr genau nachweisen. Und das ist leider einer der Mechanismen, der da mit dieser sogenannten Impfung passiert, weil die einfach, wenn man jetzt mal gar nicht mal wirkliche Boshaftigkeit unterstellt, das war von vornherein klar, dass das so sein muss, ja, aber es wurde nicht beachtet. Ja. Vielleicht ganz interessant, wie wird denn diese Plörre überhaupt hergestellt? Ja?
Hier bei FATS stand mal was ganz Interessantes. Da sind nämlich mehrere Firmen beteiligt. Ja? Die Firma Dermapharma hat das Corona-Vakzin für BioNTech produziert. Hä? Wieso? Die waren auch mit beteiligt. Das ist von der Homepage, also der Wiener Zeitung. Da stand drin, BioNTech in Deutschland stellt diese RNA mit einem sogenannten Bioreaktor her. Der kommt dann zu Rentschler, andere Pharmafirma. Die reinigen das auf. Dann kommt das Ganze zu einer österreichischen Firma, Polymoon. Die verpacken das mit diesen Lipiden. Und dann geht es nach Purs, nach Belgien, zur Verpackung. Also diese Suppe wird einmal quer durch ganz Europa, naja, also Deutschland, Österreich und Belgien geschickt. Ja. Und wer sich erinnern kann, am Anfang hieß es, das muss so extrem tiefgekühlt werden, bei minus 80 Grad, Riesentheater. Ja. Das Interessante ist aber, von hier, da wurde das auf, also hier wurde es aufgetaut, da spätestens wurde es aufgetaut und hier wurde das auf Kühlschranktemperatur transportiert. Also das heißt, diese ach so empfindlichen Partikelchen, hier sind die ja hergestellt worden, die sind im Laster bei 4 bis 8 Grad nach Belgien geschafft worden. Dann wurden sie abgefüllt und dann waren sie plötzlich wieder auf minus 80 Grad zu halten. Ja? Also so empfindlich können die gar nicht gewesen sein, sonst hätten die diesen Schritt hier nicht überstanden. Da fehlen aber ein paar ganz entscheidende Schritte. Die Inhaltsstoffe sind nach der BioNTech-Homepage, die kann man da runterladen als PDF, die sogenannte Messenger-RNA, wo ich ja gesagt habe, das ist die modifizierte RNA, weil dann Basenaustausche drin sind. Die enthält die Instruktion für Zellen, die Proteine zu machen. So, und dann kommt die RNA in den Vakzinen, stellt die Information zur Verfügung, um ein harmloses Stückchen des SARS-CoV-2 herzustellen, das Spike-Protein. So steht es da original drauf. Und dann, oh wie schön, unser Immunsystem erkennt das Spike-Protein und bildet eine Immunreaktion. Ja, leider sind da auch die ganzen Zellen, die dieses Spike unglücklicherweise bilden, auch Opfer dieser Immunreaktion. Ansonsten sind noch Salze drin. Das, was hier so harmlos Lipide heißt, das sind diese kationischen Lipide. Die sind auch noch nie im Menschen eingesetzt worden, sind auch nach wie vor nicht für die Anwendung an Mensch oder Tier zugelassen, werden aber für diese Lipidhüllen verwendet und ein paar Zucker. Das ist wahrscheinlich der harmloseste Stoff. Was mich immer gewundert hat, ist, wo ist das Ausgangsmaterial auf diesen Werbungen? Ja? Hier heißt es, da kommt DNA und daraus wird die RNA gemacht. Und wenn man dann weiterschaut, diese Reinigung. Und da steht eben drinnen DNA-Muster und potenzielle mikrobiologische Kontaminationen. Da ist nämlich der entscheidende Punkt. Hier ist noch etwas, was weiter oben ist und was, wie wir jetzt inzwischen wissen, wahrscheinlich sogar das Hauptgefahrpotenzial von der ganzen Aktion darstellt. Und zwar hier stand es nämlich genauer, eine Zeitung pharmafood.de, Virus-mRNA ohne Viren. Und da wird nämlich ein sogenanntes Plasmid verwendet. Plasmide sind, ich zeige es gleich noch, ringförmige Chromosomen von Bakterien. Und auch die nimmt man, das habe ich schon, haben wir schon im Studium vor über 30 Jahren gehabt, die nimmt man immer in der Gentechnik, wenn man was vermehren will. Ja, also es ist ein ganz normales, auch wie diese Restriktionsenzyme, die kann man mit Restriktionsenzymen an definierten Schnittstellen schneiden, dann kann man da ein Stückchen reinbauen und kann es in Bakterien vermehren. Das ist so, wie gesagt, Handwerks, ganz banales Handwerkszeug im molekularbiologischen Labor. Die Kulturen werden geerntet, also das findet in E. coli-Bakterien statt, in Darmbakterien. Ja, die sind natürlich inzwischen auch als Haustiere für die Gentechnik angepasst. Und dann werden die geerntet und die Plasmid-DNA freigelegt. Und dann soll das Ganze aufgereinigt werden. Aber hier steht wenigstens zweimal das Wort Plasmid drinnen. Was dann passieren soll, ist, die Ausgangs-DNA soll 100% entfernt werden. So, und dann kommt der Schritt, damit die RNA bei der Impfung besser in die menschlichen Zellen gelangen kann, wird sie in sogenannte Lipid-Nanopartikel gehüllt. Diese bestehen aus Lipiden und anderen Rohmaterialien, die sich als Myzelium in den Wirkstoff legen. Und das ist eben auch das Problem. Das sind alles Sachen, die vorher in einem lebenden Organismus so noch nie gemacht wurden. In der New York Times war schon sehr früh in 21 ein sehr schöner Artikel, wo alle Herstellungsprozesse beschrieben sind. Und da kommt eben jetzt genau das Entscheidende. Dieses bakterielle Gen, dieses Plasmid, da wurde das
die Erbinformation, die dafür kodiert, dass später die Zellen das Spike-Protein herstellen, reingebaut. Das soll dieses rote Stückchen sein. Ja? Das wird dort reingebaut. Damit werden dann diese Escherichia coli-Bakterien transfiziert, nennt man das. Das heißt, das bringt man, Plasmid kann man in diese Zellen reinbringen. Dann behalten die das nicht freiwillig, sondern die behalten das, weil auf diesem Plasmid ist noch eine sogenannte Antibiotikaresistenz kodiert. Das heißt, nur Bakterien, die dieses Plasmid haben, werden resistent gegen Antibiotika, und zwar die Antibiotika, die ich auf diesem Plasmid kodiere. Das ist übrigens der Hauptmechanismus, wie Antibiotikaresistenz entsteht. Bakterien können nämlich diese Plasmide untereinander austauschen, wie wenn man so einen Lesezirkel hat und Bücher austauscht. Ja? So können die Bakterien Plasmide austauschen. Und so kann das eine Bakterium, was sagt, oh, ich bin jetzt penicillinresistent, was hast denn du? Du bist gentamicinresistent, ja, lass uns mal austauschen, dann haben wir beides. So entstehen multiresistente Keime in der Natur auch ganz normal. Dafür sind unter anderem diese Plasmide eben bei den Bakterien vorhanden. Ja. Diese Plasmide, die werden dann eben vermehrt in solchen großen Biofermentern. Und dann werden die irgendwann geerntet. Ja, man zentrifugiert die ab. Die wachsen meistens in so einer Bouillon. Es riecht auch, das ist so eine ganz komische Brühe. Ja, es riecht wie irgendwie zu konzentrierte Suppe. Und dann werden die zentrifugiert und dann hat man da diese Bakterien. Und die Bakterien werden dann aufgeknackt. Ja, und dann werden diese Plasmide da rausgeholt. Das ist schon mal ein Reinigungsschritt, der offensichtlich nicht ganz funktioniert, weil nämlich auch sogar bakterielle Bestandteile von der Bakterienmembran auch noch gefunden wurden im Endprodukt, was verspritzt wird. Ja, also da ist es schon über viele Reinigungsschritte gegangen. Dann soll quasi aus diesem Plasmid nur dieses DNA-Stückchen, was das Spike-Protein kodiert, rausgeholt werden. So ist die Theorie. Ja, das macht man auch wieder mit Enzymen. Und da steht dann hier so schön: Alle noch übrig gebliebenen bakteriellen oder Plasmidfragmente werden rausgefiltert. Schön wär's. Ja? Der Schritt klappt leider überhaupt nicht. Ja? Und dann von der Theorie her habe ich dann diese sogenannte lineare RNA und das ganze blaue Zeug ist weg und alles, was von Bakterien ist, ist weg. Aber wie gesagt, leider bleibt da ein erheblicher Anteil noch drinnen. So, dann... Oh. Das ist so hell, dass man es nicht sieht. Also hier ist die Karte der USA zu sehen. Ja. Der Ort hier heißt Chesterfield, der ist bei St. Louis. Ja, und da ist die große Plasmidfabrik von Pfizer. Und was ich auch erst über diesen Artikel erfahren habe, schauen Sie mal, da fliegt das Flugzeug nach Mainz, Germany. Und unten steht, andere Flaschen werden zu BioNTech nach Mainz geflogen, wo sie für den europäischen Markt prozessiert werden. Das heißt, alle diese Plasmide, die macht nicht BioNTech, jetzt schon, jetzt haben sie in Marburg die Fabrik aufgebaut, aber ursprünglich kamen die alle von Pfizer. Ja? Diese Plasmide, oder besser gesagt die dann lineare DNA, ja, die wird dann in RNA umgeschrieben und das soll wieder gereinigt werden und erst hier eben, praktisch ab hier beginnt dieser erste Schritt, für den BioNTech auf seinen Hochglanzbroschüren Reklame macht. Dass das Ausgangsmaterial im Sinne dieser Plasmide von Pfizer aus den USA kommt, das wurde nirgendwo so richtig erwähnt. Ja. Dann wird angeblich eine Reinigungskontrolle gemacht, dass da nur noch saubere RNA drin ist. Ich zeige Ihnen gleich, warum das definitiv auch nicht funktioniert hat. Ja. Hier Pfizer tut es dann wieder in verschiedene Fabriken zurück. Und auch hier steht nochmal, paralleler Prozess wird in Germany gemacht. Ja? Wo dann das Zeug letztendlich, so wie ich es Ihnen gezeigt habe, BioNTech mit den assoziierten Firmen, Reinigungsfirmen, Verpackungsfirmen, bis es dann wieder in der Pfizer-Fabrik in Purs landet und dort dann letztendlich dann in diese Fläschchen abgefüllt wird. Ich habe hier noch reingebaut, weil eben, wie gesagt, das ist auch der Schritt hier, wo RNA diesen Transkription macht, also DNA in RNA umbaut. Und da ist das Entscheidende. Hier werden diese sogenannten Pseudo-Uracil-Basen eingebaut, ja? Anstatt Uracil, was normal in der RNA ist. Das heißt, die werden hier mit so einem Dreizack dargestellt und das macht die RNA extrem stabil, macht die also quasi super ablesbar
Und das ist dieses Hightech-Produkt, was auch noch den kleinen positiven Nebeneffekt hat, dass das Immunsystem ausschaltet. Hat schon 2005 ist es schon publiziert worden. Das war nämlich die große Entdeckung. Und auch Herr Sahin hat es mit der Frau Carrico, die diese Modifikation entdeckt hat, hat es auch 2018 in Nature schon großflächig beschrieben. Ja. Dann wird das Zeug in diese Lipide verpackt. Das bildet diese Mizellen. Und dann soll alles, auch der Ethanol, der da drin ist und so, alles nochmal gefiltert und sterilisiert werden. Ja, das sind also diese sogenannten Nanopartikelchen, wo die RNA von diesen Lipiden umgeben ist und die werden dann abgepackt. Ja, und auch hier stand drinnen, diese Lipide wurden explizit dafür, das Original, ja, hier wieder in dem Fall von der BioNTech-Homepage, wurden dafür ausgesucht, um die RNA in die lymphatischen Zellen, also in die Immunzellen zu bringen. Da war nie geplant, dass das nur im Muskel bleibt, von vornherein nicht. Ja? Also das war entsprechend von vornherein so gesagt. Ich finde es immer ganz interessant, die Leute sagen alle, Gen-Mais, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nie Gentechnik im Essen, aber spritzen lässt sich jeder. Ja? Also letztendlich, weil die Nukleinsäuresequenz der sogenannten Impfstoffe, die kodiert für ein Protein und veranlasst dessen Synthese. Das ist klassische Genexpression. Ja? Eine normale Impfung, da kriege ich entweder dieses Protein, was schon fertig hergestellt war, gespritzt, oder ich kriege sogar das abgetötete, komplette Virus, was die Chinesen mit ihrem Sinovac gemacht haben oder was mit diesem auf dem europäischen Markt jetzt am Schluss eher untergegangenen Valneva produziert wurde. Also abgetötetes, ganz normales Impfvirus. Ja. Das heißt, jeder Geimpfte ist eine Produktionsstätte, wird tatsächlich in eine Produktionsstätte für dieses Produkt umgewandelt. Vor der ganzen Corona-Zeit hätte man gesagt, jeder, der das Zeug bekommt, ist ein gentechnisch veränderter Organismus. Mit dem darf eigentlich nur noch im Genlabor gearbeitet werden. Ja. Das ist das Entscheidende. So, und jetzt kommt was Wichtiges. Der Kevin, der ist ein Humangenetiker, der ganz entscheidende Entdeckungen für dieses Human Genome Project gemacht hat und sehr viele Patente hat. Der hat jetzt endlich nach 1,5 Jahren sich getraut, das Zeug zu sequenzieren, weil der kann das alles. Der hat sich vor 1,5 Jahren, habe ich den bekniet, da hat er gesagt, nee, da kriegt er Ärger und so, das kann er nicht machen. Jetzt hat er es gemacht und hat tatsächlich bei Pfizer und Moderna festgestellt, dass 15-30% dessen, was da als Erbinformation verspritzt wird, diese Ausgangsstoffe, diese bakteriellen Plasmide sind, die über diese ganzen Reinigungsschritte nicht rausgereinigt wurden. Ja, die sind extrem langlebig und autonom vermehrungsfähig. Ja, die können, das hat hier der Herr Rückauer geschrieben, ist ein sehr interessanter Brief, ja, und den unfreiwilligen Empfängern dieser Genmanipulation bis dato unabsehbare langfristige Folgen herrufen. Und das ist genau das, was wir bisher absolut nicht abschätzen können, was da passiert. Ja, diese Genmodifikation mit Plasmiden im Menschen ist so noch nie passiert. Ja. Als Herr der Ringe-Fan ist mir dann bei Plasmid natürlich gleich was eingefallen. Ja. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Passend dazu dieses nette Bild hier bei der Eröffnung der Fabrik in Marburg, wo BioNTech in Zukunft seine Plasmide herstellen wird. Herr Sahin zeigt hier einen Abschnitt, der eben dieses reingesetzte Spike-Protein zeigen soll. Ja, und Herr das wird dort jetzt dann auch in Deutschland hergestellt, genau. So, und die Plasmide, da ganz kurz dazu. So schauen die Dinger aus. Da kann man so Landkarten machen, wo auf dem Plasmid ist welches Gen kodiert, so nennt man das. Das rote hier, diese lange Sequenz in dem Fall, was der Kevin gefunden hat, ist das Spike-Protein, Wuhan. Ja. Und dann ist hier diese, was ich schon erwähnt hatte, diese Gen, dieses Resistenzgen für Antibiotika, mit denen man die Bakterien dann selektionieren kann. Das bringt es aber natürlich auch mit in den Körper, diese Antibiotikaresistenzfähigkeit. Ja? Was daraus passiert, wissen wir noch nicht. Ja? Also das heißt, das ist alles, das ist jetzt erst seit 3 Wochen ungefähr draußen,
Da sind noch viele große Unbekannte. Wir wissen noch gar nicht, was damit alles passiert. Ja. Was allerdings der Kevin auch gemacht hat mit seiner Gruppe, sie haben nachgewiesen, dass diese Plasmide intakt sind und vermehrungsfähig sind. Wenn man nämlich damit mit dem Impfstoff Bakterien behandelt, dann sind die in der Lage, auf diesen, das sind so typische Agarplatten, auf denen man Bakterien anzüchtet. Ja? Und in diesem Nährstoff drinnen, das ist im Prinzip Gelatinegel oder Agarosegel, also das heißt, das ist Nährbouillon, manchmal ist es sogar wirklich, man kann bei manchen Bakterien wirklich einfach einen Hühnerbrühwürfel nehmen, ja, da wachsen die drauf. Und wie wenn man dann in der Küche Gelatine zutun würde, damit es hart wird, ja, genauso gießt man das in die Schalen und da wachsen dann diese Bakterien, so als so diese runden Kolonien. Und hier ist zusätzlich überall noch Kanamycin und Neomycin dabei, das ist dieses Antibiotikum, was die Resistenz macht. Und nur Bakterien, die resistent sind, können wachsen. Und nur Bakterien, die, also nur Bakterien, die dieses Plasmid intakt aufgenommen haben, haben diese Antibiotikaresistenz. Und siehe da, das ist hier eine Moderna-Charge, da wachsen sehr viele. Das ist eine Pfizer-Charge. Ja, hier, da wachsen überall Bakterienkulturen. Das heißt, in allen den Chargen, die die getestet haben, sind diese bakteriellen Plasmide enthalten, und zwar voll funktionsfähig. Weil sonst würden die Bakterien nicht die Antibiotikaresistenz aufnehmen. Also nichts, das lineare DNA-Stück ist rausgeschnitten und aufgereinigt worden. Die haben das Zeug von Anfang an bis in die, das ist ja aus den Originalflaschen rausgezogen, bis in die Injektionslösung ist das Zeug erhalten geblieben. Hier macht die PCR mal tatsächlich Sinn und ist auch sehr hilfreich. Ja, hier wurde nämlich geschaut, alleine nach DNA und nach RNA, also sprich, hier die RNA, die auch in diesen Impflösungen drinnen sein soll, die ist deutlich mehr drin. Deswegen, wer schon mal das Wort böser CT gehört hat, ja, deswegen kommen die hier schon zwischen 12 und 15 Zyklen. Also der CT ist sehr niedrig. Und diese Plasmid, die kommen deutlich später. Aber die dürften gar nicht kommen. Ja, also hier diese roten Linien, die dürften nicht da sein. Es dürften nur die blauen Linien da sein. Aber die sind leider mit dabei. Das haben die sehr schön nachgewiesen, haben dann auch sehr schön gezeigt, wenn man jetzt hier solche Gele laufen lässt, das ist das Chromosom von E. coli, darf übrigens auch nicht drin sein, ist auch noch vorhanden teilweise, und das sind diese Plasmide. Ja. Das heißt, es ist sowohl der leere Ausgangsvektor drinnen, das sind die hier, als auch diese Vektoren mit dem Spike-Protein. Also es ist ein Desaster, das darf alles nicht drin sein. Ja. Und der Kevin, die wollen jetzt genau, da sind auch, wenn man hier genau schaut, wenn es nicht so hell ist, da sind noch mehr Nukleinsäuren drinnen, die alle nicht deklariert sind. Und die versuchen jetzt da jedes Einzelne aufzudröseln, was da alles mitgespritzt wird. Ja. Die haben natürlich Moderna und Pfizer, weil die in den USA nicht an BioNTech kommen. Aber warum sollte es da plötzlich anders sein? Ja, wir haben ja gesehen, das kommt ja von Pfizer hierher. Ja. Ja, die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Ja, wir haben hier einen gigantischen Feldversuch. Herr Scholz hat doch irgendwo mal gesagt, die Leute sollen sich endlich impfen lassen. Es wären ja alle schon Versuchskaninchen gewesen. Ja. Der Feldversuch läuft noch. Die ersten haben ja schon leider gemerkt, dass es nicht so gesund ist. Was entscheidend ist, viele meinen, ach, jetzt Corona ist vorbei, mit der Impfung wird nicht mehr geredet. Das Entscheidende ist, es sollen alle Impfungen auf diese Plattform umgestellt werden. Das heißt, jede künftige Impfung, sei es gegen Polio, sei es gegen Tetanus, sei es gegen Masern, Mumps, Röteln, sonst irgendwas, soll auf diese Plattform umgestellt werden. Und die haben schon mit dieser sogenannten Corona-Impfung letztendlich die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, die brauchen wir nicht noch öfters. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende daran. Die Auswirkungen sind in allen Dimensionen noch komplett unklar, muss man ganz klar sagen. Weil es ist, das heißt dann auch immer, ja, ihr müsst doch wissen. Nein, die haben ja den normalen Wissenschaftlern, die nicht damit beschäftigt waren, 10 bis 20 Jahre voraus. Und vor allem, das sind alles Projekte, Pfizer hat von dem US-Kongress gesagt, wir können ja nicht verklagt werden, weil wir haben ja nur das gemacht,
was uns die Regierung und das Department of Defense vorgegeben hat. Das sind nämlich großenteils auch noch Militärprojekte. Ja? Also das heißt, wir wissen das alles nicht, aber man kann, glaube ich, ganz sicher sagen, allein schon von dem bisschen, was wir jetzt wissen, was da alles passiert ist, es wird sicherlich nicht zum Vorteil für die Menschen sein, die sich das Zeug haben spritzen lassen. Und ich finde es so witzig, es gibt ja dann so Memes, ja, die Versuchsratten, ja, Ratten gegen Menschentestungen, ja, mal umgedreht, ja. Aber wir freuen uns letztendlich, dass sie diesmal die Ratten nicht genommen haben, sondern die sind ja gleich in die Menschen gegangen. Und eine Freundin hat mir das mal geschickt, ja, are you going to get vaccinated? You are crazy, they haven't finished the human trials yet. Ja, also und genau das ist es. Ja, die Laborratten, die freuen sich, dass diesmal die Menschen die Versuchsratten sind, ja, und nicht die Ratten selber. Und das war jetzt das, was ich mal so grob zum Thema vorstellen wollte. Und ich denke, wir können das eine oder andere dann sehr gut diskutieren. Oh, da sind die Fragen. Ronny, wie wolltet ihr das machen? Wolltet ihr hier das Ding durchgeben, dass nicht alle schreien müssen, oder? Hier sind ja zwei, ne? Wenn Fragen sind. Es geht, ja? Das Volksgemurmel und auch mal den Jungs sagen, kurze Pause. Ja, gleich. Wir können auch, es gibt Suchtabhängige, die für ihre Lunge was tun müssen. Wir können auch 10 Minuten Pause machen, mal Luft machen und dann weitermachen. Ja, also damit alle. Zum krönenden Abschluss. Uli, ich hoffe, du nimmst es nicht übel. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle so zahlreich hier wart. Der Raum war fast voll. Auch vielen, vielen Dank an die Helfer, die das irgendwie im Voraus super eingeschätzt haben, wie viele heute kommen werden. Von daher ein Applaus für alle, die heute hier waren. Dankeschön. Und natürlich auch einen riesengroßen Dank von unserem Schatzmeister, darf ich ausrichten, für die großzügigen Spenden, die eingegangen sind. Und jetzt, Uli, darf ich dir zwei Sachen überreichen. Einmal einen schönen Blumenstrauß und danach, wir haben ja schon öfters mal zusammengewirkt auf dem Infostand zum Beispiel und da habe ich natürlich nicht aufgepasst, was die Uli denn so ganz gerne nascht. Ja, und da waren dann mal ein paar Raffaellos dabei, deswegen für den Abend für dich, Dankeschön. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir haben gar nicht dran gedacht, du kommst immer mit dem Fahrrad. Von daher auch sehr, sehr vorbildlich. Vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl an unsere Freunde von den Grünen. Uli ist ja vorbildlich immer mit dem Fahrrad unterwegs.